ihr und wie? Bitte befreit mich. Die Wurzeln des Baumes halten mich eisern umschlungen. Was immer ich versuche, es reichte nicht, um freizukommen. Ihr müsst den Baum schwächen, damit er nicht mehr die Kraft hat, mich festzuhalten. Warum kann ich euch nicht einfach befreien, indem ich die Wurzeln durchschneide? Die Wurzeln reagieren sofort auf jede meiner Bewegungen. Greift ihr sie direkt an, zerdrücken sie mich wohlmöglich, bevor ihr mich befreit habt. Wenn ihr aber den Baum selbst angreift, ist er vielleicht abgelenkt genug und lässt erst einmal von mir ab. Also gut, einen Versuch ist es wert. Und die Drachenpflanzen können wir auch angreifen. Na gut, dann werden wir jetzt... Ein Zwerg, ein Bord. Axt schwingend, wie wir sind... uns auf den Baum stürzen. Dezeption. Allerdings werden wir die Magier sich erstmal noch ein bisschen schützen. Und was haben wir da wieder im Nacken? Das bin ich, ja. Okay, das müssen jetzt Elfa und ich, Elfa und Kladis müssen jetzt die Sachen mal machen, während die beiden hier auf den Baum gehen. Gute Entscheidung. So, wie sieht das denn aus? Die Übersicht ist gerade mal etwas schlecht. Auf den Baum. Wo bist du? Du gehst mal auf die Schmeißfliege. Ach nee, das ist, wäre auch der Baum. Du gehst mal auf die. Folgt mir. Du bekämpfst gerade den. Ja, vielleicht wäre es besser, ihr würdet beide zusammenarbeiten. Bei Anrostbart. Amazone voraus. Na klar, jetzt wird's ernst. So, auf Golana müssen wir ein bisschen aufpassen. Die ist jetzt gerade hier verletzt. Elfa, hilf du mal Kladis, bitte. Attacke! Meine Rache! Beziehungsweise vom Feuerfliegengift geschwächt. Ich mach das schon. Golana kriegt mir ein bisschen zu viel ab. Elfa, du musst dringend etwas unternehmen. Und zwar jetzt. Sofort. Elfa. Elfa. Okay. Gift wegmachen. Aufgepasst. Du gehst weiter auf den Baum. Genau, du bist beschäftigt. Okay, du wirst jetzt mal zu anderen Maßnahmen greifen. Arquatus. Gute Entscheidung. Mir geht's immer noch nicht sehr gut, deswegen heilst du sie nochmal. Wie viele Feuerfliegen haben wir noch? Nur noch die eine? Zeritus, Astus. Okay. Herr Zwerg. Attacke. Ich mach das schon. Auch Attacke. Und du bist... Halt ich mal ran mit dem Heilen. Kann das sein, dass diese Pflanzen hier, diese Drachenpflanzen, dass die dafür verantwortlich sind? Könnte sogar sein. So,
Da drauf. Meine. Lass das mal vor, bei meiner Axt. Na klar. Deception. Alles klar. Hey, ja. Nee, die Feuerfliegen kommen woanders her. Na klar. Das sieht jetzt gar nicht so gut aus. Candidus. Gute Entscheidung. Kurkum. Aufgepasst. Für Ardo. Wir haben leider keinen Flächenzauber zur Verfügung, den wir da jetzt Lass so das nehmen mal könnten. Machen. Ja. Weiß nicht, wo die immer alle herkommen. Also da kommen halt immer mehr. Das ist irgendwie ungünstig. Ich weiß nicht, ob wir so weiterkommen. Ich denke mal, wir müssen zwangsläufig, das hat gar keinen anderen Wert, wir müssen zwangsläufig hier die Nester erstmal alle kaputt machen. Also da sehe ich noch eines da hinten. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt erstmal dahin, machen erstmal das Nest kaputt. Und bleiben bitte alle hier. Und machen die jetzt hier mal klein. So. Lass das mal Vorgrimm machen. Tja. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Das bin ich. Das bist du. Die. Na klar. Attacke! Ja, die Drachenpflanzen stören uns auch dabei. Na, wir werden jetzt nicht looten. Komm schon. Na klar. Ha. Da kommen noch mehr. Ja! Attacke! Ja, Attacke ist gut. So, bevor ich nicht weiß, woher die alle kommen, werden wir das mal anders machen. Und zwar werden wir jetzt... Die sind ja tot. Werden wir jetzt... erstmal alles Gift heilen. Und dann eine große. Nein, erstmal alles Gift. Okay, erstmal machst du den. Okay, und dann machst du den. Und den. Ja! Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff!
Ich versuche mein Bestes. So, und von da hinten kommen die. Das heißt, da hinten wird auch noch was sein. Und da gehen wir aber jetzt erstmal alle hin, bitte. Wir gehen alle dahin. Wir wissen, von wo die kommen, genau. Das machen wir jetzt kaputt. So. Ich mach das schon. Jetzt. Gibt's hier Saures? Ich will hier erstmal Ruhe haben, bevor wir da weitermachen. So, jetzt erstmal alle weg. Genau, stirb. Zum Angriff. So. Das sollten dann langsam alle sein. Sehr schön. So. Dann kann es ja losgehen mit der Heilerei. Und noch ein Verband für dich selber. Machst du mal den Verband? Wieso ist sie eigentlich im Kampf? Kannst du mir mal sagen, warum du im Kampf bist? Mit wem bist du im Kampf? Ach, wir sind immer noch im Kampf mit dem Baum. Ich glaube, aufräumen tun wir später. Jetzt gehen wir erstmal wieder dahin. Ja. So. Und den Baum müssen wir nämlich immer noch besiegen. Und das werden wir jetzt mal tun. Und zwar mit allen Mitteln. Na klar. Ich glaube, Feuer kommt am besten bei ihm. Ich mach das schon. Zum Angriff. Du bist umgeworfen. Folgt mir. Arquartus. Feuerball. So, jetzt haben wir zwei umgeworfen. Ich versuche mein Bestes. Jetzt ist Rulana umgeworfen. Ein Zwerg. Und jetzt würde ich sagen, alle drauf. Alle drauf. Meint ihr? Jo. Meine ich. Ich nehme die Sache in die Hand. Ha! Versuch du mal eine Finte. Ja, haust jetzt mal drauf, Rulana. Rulana? Rulana. Doch, komm! Ein Zwerg, ein Bock. Warum macht die eigentlich nichts? Auf geht's! Warum machst du nix? Warum greifst du den nicht an? Ah, jetzt sind die auch alle tot. Okay. Danke, dass ihr den Baum gezwungen habt. Ich verstehe nur nicht, weshalb die Wurzeln noch immer nicht von mir ablassen. Ich fürchte, ihr müsst in das Innere des Baums hinabsteigen. Ich habe eine Ahnung, weshalb seine Wurzeln noch immer nicht nachgeben. Deshalb sollt ihr zuvor noch einige Dinge erfahren. Auch wenn meine Bestimmungen durch meine Vorteile nicht erfüllt werden. Deshalb sollt ihr zuvor noch einige Dinge erfahren.
Auch wenn meine Bestimmung durch meine Voreile nicht erfüllt werden kann, so hat mir das Schicksal in euch eine zweite Hoffnung gesandt. Alles begann vor einigen Monaten, als ich in unserem Stammsitz ein Bote einer befreundeten Sippe mit einem Bündel zu uns kam. Als unser Stammesältester es öffnete, fand er nichts Geringeres vor als das Seeleninstrument eines meiner Vorfahren. Drei Sonnenwechsel lang beschäftigte er sich mit der von ihrem Besitzer über und über mit zierenden Mustern versehenden Flöte. In ihr hallten Klänge des Leids und der Unvollendung wieder und es wurde klar, dass sein Geist, der Geist meines Vorfahren, in Not war. Die Klänge erzählten von Krieg, zerstörten Wäldern und von seinem verlorenen Seeleninstrument. In der letzten Nacht, in der er auf der Flöte spielte, um zu ergründen, welche Melodie das Leid meines Vorfahren zu einem guten Ende bringen könne, sah er mein Antlitz vor sich und eine Gestalt im Schatten. Er ging davon aus, dass es sich bei dieser Gestalt womöglich um einen Gegenspieler handelte. Ich bin überzeugt, dass ihr diese Gestalt seid, ein Bote meines Schicksals. Wenn meine Vermutung stimmt, werdet ihr dort unten den Geist meines Vorfahren antreffen. Nehmt als Zeichen der Versöhnung seine Flöte mit hinunter. Es gilt, seine Seele friedlich zu stimmen, auf dass er vom ewigen Fluch des Dunklen befreit wird und seinen Weg zur ewigen Ruhe im Ursprung allen Seins finden kann. Hier in dieser Tasche ist seine Flöte. Bitte nehmt sie an euch. Sollten wir jetzt nicht erst einmal versuchen, euch zu befreien, indem wir die Wurzeln durchschneiden? Nein, bitte nicht. Sie reagieren sofort auf jeden Befreiungsversuch. Ich bin überzeugt, sie würden mich töten, würdet ihr versuchen, sie zu zerschneiden. Also gut, nehme ich also erst das Innere des Baumes in Augenschein. Ich will sehen, dass ich den Geist eures Vorfahren von seiner Pein erlöse. Ah, Vorgrim hat Stufe 6 erreicht und Elfa hat eine kritische Wunde, die wird sie jetzt mal versorgen. So, besiege den bösen Baum. Das haben wir eigentlich gemacht. Beschwichtige die rastlose Seele. Das wäre jetzt unser nächster Auftrag und wir haben ein Seeleninstrument bekommen und ach so, ja, sonst nix. Ah ja, okay. Nun gut. Gute Entscheidung. Dann ich mach das schon. Begeben wir uns mal hinunter. So. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, und weil es gerade so schön spannend ist, liebe Freunde, machen wir hier einen Cliffhanger. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Drakensang hier bei Studio 5. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.